Willkommen zurück zu Mario und Travis Kingdom Battle. Wenn ihr die letzten Part verpasst habt, dann schaut da unbedingt rein. Wir haben da so krasse Action erlebt. Und zwar sind wir 20 Minuten lang rumgelaufen. Und das war's. Das war übrigens Ironie, falls ihr es noch nicht verstanden habt. Wir haben so ziemlich gar nichts gemacht in den 20 Minuten. Also wenn ihr euch das nicht angeschaut habt, dann solltet ihr euch glücklich schätzen, denn ansonsten habt ihr wertvolle Zeit verschwendet, die ihr hättet an was investieren können. Jetzt ist es raus. Kann jeder dahin? Deutlich mal als ja. Bezweifle mal, dass da wirklich Rabbit Peach dahin will. Da will auch sicherlich Donkey Kong hin. Außerdem kann ich mit Raserei da noch einen Gegner in der Pfanne hauen. Es sei denn, der ist auf so einem dummen Podest, wo ich nicht hinkomme, dann habe ich halt eben gelitten. Ich habe gelitten. Donkey Kong könnte zwar da prinzipiell hinkommen, aber hat nicht genügend Reichweite. 1, 2, 3. 1, 2, okay. Gute Idee war, mich direkt hier vors offene Schneidebrett da zu dingsen. Na egal, wird sich wohl zeigen. Zuerst so auf dich zu verstecken. Sehr nice. Ob das jetzt jedes Mal, wenn er getroffen wird? Es ist nur eine Frage. Nicht immer, aber immer öfter. Das enttäuscht mich. Ja, mach Schild. Und mach die Labertasche. Und sonst nichts. 50 HP Damage. Darf ich bewegen? Ja, danke. Was noch im Bereich von Donkey Kong ist. Das wären wohl das hier. Ich kann ein... Nicht dumm. Antwort lautet ja. Und ich hätte theoretisch auch das hier machen können, habe ich aber nicht gemacht. Hurra! Das wäre noch von beiden gepiesackt. Ich glaube, das ist das Beste, was ich machen kann. Und dann heil dich und dann mach irgendwas. Oh, Damage.
zerpieselt er sich. Brauchst du das hier nicht einzusetzen? Ich bin nicht so mobil. Das hilft ein bisschen. Hätte jetzt da nicht der lästige Damage und hätte mir sogar geholfen. Scheiße, lästige Damage. Ah, okay, okay. Oh, es ist gut. Kann ich Rüde schon einkillen? Ich mach den hier. Ist Donkey Kong im Bereich? Nein. Dann nur zu. Wann verpieselt er sich und wann verpieselt er sich nicht? Wieso kann ich da keine... Oh! So könnte ich niemanden erreichen. So schon, es wird schon vorher in die Luft gehen, naja. Besser verwendet als verschwendet. Der noch irgendeine Special aktiviert, die ich nicht für gut. Hat nur 7 HP. Ja, leider auch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Verdammt ungern, dass da jetzt irgendwas passiert. Okay, Kong, du kannst ihn ja hier mitnehmen. Und danach da klatschen. Es sei denn, es passiert so ein Bullshit. Dann kann ich es nicht machen. Safety first, würde ich sagen. Was dich betrifft. Ja, Frost, du mich auch. Schön, noch eine geile. Warum nicht? Das ist doch kacke. Jetzt spawnen hier sogar mehr Gegner. Bin schon hier überfordert. Wegen diesem dummen Effekt. Jawohl, ich hab's jetzt noch gekillt. Super. Vor allem müsst ihr hier auch immer kritisch machen. Das haben wir bestimmt nur eine Chance. Aber die Chance muss halt immer irgendwie auftreten, weil es ansonsten einfach nicht geht. Stimmt, ich kann dich nicht besiegen. Sei denn, das hier funktioniert, aber das funktioniert nicht.
Wetten, dass es nicht funktioniert. Wenn der jetzt da seinen Move macht. Sag ich doch, dass es nicht funktioniert. Aber es hätte ja funktionieren können. Wisst ihr? Jetzt habe ich darauf gesetzt, dass es funktioniert, aber es funktioniert nicht. Vor allem, ich habe hier nur Nahkampfkämpfer. Wie will denn das funktionieren? Warum kriegt sie jetzt von dem Dicky noch einen reingedrückt, der auch keinen unerheblichen Schaden macht? 16. Vielleicht besiegt dich jetzt in der nächsten Runde, oder? Ja, vielleicht noch ein paar mehr kritische Treffer und dann wäre es ultimativ. Ja, es war lustig. Aber die Schlacht war nicht lustig. Ernsthaft, kritische Treffer haben mich so oft hart geowned. Ich hatte so richtig Pech mit den kritischen Treffern. Das hat dafür gesorgt, dass ich ihn einmal nicht erreichen konnte und auch einmal das Rapid Peach stopp. Und dann war es eh vorbei. Ich habe dann noch wirklich keine gute Taktik. Soll ich zuerst die besiegen? Ja, die respawnen. Also muss ich doch den jetzt erst besiegen. Aber dann... Aber, ihr versteht hier schon. Aber. Ne? Ja, du haust ab. Ich komme da auch nicht hin. Ja, die Röhre, das ist so eine Verschwendung. Das nimmt sich so null. Das nimmt sich so null. Da wird eh sich verpissen. Ich hoffe einfach auf die 50% Chance, die ich eintreffen wird. Natürlich tut sie es nicht. War ja klar gewesen, dass sie es nicht tut. Hat irgendeine Reichweite? Nee. Aber schon wieder Sprung. Wie hoch ist denn da die Chance? Habe ich einfach nur. Soll ich mich jetzt... Also, das hat jetzt wirklich die Krone der Lächerlichkeit erreicht. Also, was? Ich wäre sogar noch geschützt gewesen. Also das war echt die Krone der Lächerlichkeit. Lächerlicher kann man nicht verrecken. So, Kampfzentrale. Gibt's noch Optimierungsbedarf? Ja, das ist komplett nutzlos. Kurve ist komplett nutzlos. Ach komm, wir gehen einfach auf HP. Bei Lavatash Cooldown ist auch echt geil, vor allem bei dem Dicky. Also. Dann der Rest auf mehr HP, weil ich die nötig habe. Ich habe auch keine Heilung. Wir arbeiten doch schon mit Effekten. Da ist das ja eigentlich Pflicht. Bewegung, daran scheitert's oft. Ohren rausziehen ist nutzlos. Das ist einfach hier bloße Stats.
Groove und Radios, damit das da funktioniert. Damit bin ich schon zufrieden. Selbst noch Waffen, die ich kaufen könnte. Schadensbonus auf Zwischenbosse. Also wenn ich soweit nur das... Honig finde ich schon geil, wenn ich den mal mit Honig machen könnte. Dann könnte er sich endlich mal nicht mehr wegporten. Das wäre episch. Ich weiß ja schon, dass er in diese Richtung abhauen wird, also... Ich soll schon mal da positionieren. Jetzt geht natürlich in die andere Richtung. War ja auch irgendwie klar gewesen. Jetzt bin ich zumindest schon mal von den Dummies da. Geschützt und kann halt in der nächsten. Natürlich reicht das ein Feld nicht. Ah ja, klar gewesen. Also zwar hat das ja keine Range. Wie war das nochmal? Beim zweiten Mal gingst du nicht weg. Natürlich kein Honig. Okay, beim zweiten Mal geht er doch weg. Der ändert. Ich glaube, der ändert nur dann, wenn er es geil findet. Kann ich das so deuten? Okay, es macht dann halt doch eben Range. Kann ich eh nichts anfangen, also den ja dadurch befreien. Donkey Kong kann nichts tun. Das sind zwei Züge. Das ist ätzend. Das schon mal ordentlich kassiert. Natürlich reicht es wieder ein Feld nicht für einschlafen. Was ist das? War. Hätten auch meine Worte sein können. War. Jetzt gehe ich mal nach da, um dann auf jeden Fall abgedeckt zu sein. Zweimal springen. Das geht. Das ist krass irgendwie.
kann zwar Bongo Bongo machen. Ich kann auch einfach nur das hier machen. Hat genauso eine geile Wirkung. Ich will ja kurz vorm Down gehen, das gibt's nicht. Er ist down gegangen. Was soll man da machen? Ich habe hier schon Full AP und außerdem bietet die Map nicht genug Möglichkeiten, um sich zu verstecken. ETF einfach. Mach's jetzt bitte Honig. Natürlich machst du nicht Honig. Ja, vielleicht noch ein. Ja, noch ein bisschen weiter weg. Wie soll es dann möglich sein? Außer mehr HP, na natürlich mehr HP. Seems legit, aber ernsthaft. Okay, hier habe ich die 100% Chance. Sei denn. Okay. Kann ich hier vielleicht Bongo Bongo machen? Oh, ich kann Bongo Bongo machen. Mach ich Bongo Bongo. Und let's go. Nu? Ah, hat seinen Kumpel besiegt. Na klar, irgendwann muss ich ja Pech haben, ist klar. Habe ich jetzt richtig Bullshit, dass ich einfach gewonnen werden kann? Und dass die Respawn findet auch, dass ich da irgendwie taktischer gehen könnte, wenn ich die anderen zuerst besiege. Kann ich auch so einfach die Kisten klauen, um halt Möglichkeiten wegzuschaffen, irgendwas. Oder ich krieg Frost, das ist auch gut. Bam. Schon wieder am Verlieren. Es darf einfach nicht passieren, dass das Cranky stirbt, aber das ist unweigerlich. Einfach weil die theoretisch mich fokussen können und dann direkt besiegen können. Nee, der Cooler ist auch viel zu lang. Was soll man dann machen? Kannst du irgendwie in den Bereich von Donkey Kong gehen? Natürlich kannst du das nicht. Du solltest es denn auch können. Jetzt ernsthaft. Er kam schon jetzt gedoomt. Ja,
Jetzt kann ich ein paar Gefahren mir vom Halse schaffen. Weil Donkey Kong darf nicht getroffen werden, aber er wird safe getroffen. So, jetzt muss einfach Honig kommen, sonst war es das Ultimativ. Ich brauche keinen Honig. Es ist sehr in der Nähe. Natürlich reicht die Reichweite mal wieder genau nicht aus. Es ist mittlerweile lame. Es ist echt lame geworden. Und jetzt reicht es doppelt und dreifach nicht mehr aus. Das kann ich neu starten. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll ohne den Einfachmodus. Ich meine, ohne Cranky habe ich halt keine wirklich gute Möglichkeit, mich vorzuwegen. Ich brauche einfach die drei, die es mir erlauben, da irgendwas zu machen. Aber wenn halt Cranky direkt down geht, dann kann ich auch nichts machen. Das heißt, was will, wäre vielleicht mehr AP, dass Cranky halt eben nicht down geht. So. Ich habe schon die besten Waffen. Nur damit ihr mich versteht, dass ich hier nicht under-equipped bin oder irgendwie so. Nein, ich bin ja, ich habe ja schon das Beste im Spiel, aber es reicht einfach nicht aus. Ich gehe mal zu einer neutralen Position. Tendiert nach links. Ist mir schon irgendwie die ganze Zeit aufgefallen, aber jetzt ist es confirmed. Jetzt kann ich schon hier auch so annähern. Das reicht aber gerade so nicht aus. Es reicht alles gerade so nicht aus. Versteht ihr das? Dilemma. Es reicht alles gerade so nicht aus. Sie kann schon wieder hier aufgeben. Also zumindest diese Runde. Okay. Das Spiel hat die Karten, dass die Position da ist. Die ist echt schlecht gewählt. Soll ich aber eigentlich ja nur gut finden. Weil die einfach immer einen fokussen, ist das Problem. Daran liegt das Problem. Was denn die Möglichkeiten wegnehmen, irgendwas. Nehme ich das, damit ich nach da kann. Und natürlich reicht es nicht aus, um den hinten irgendwie zu treffen. Ah ja, klar. Bongo Bongo machen. Und mach. Ich glaube, Rabbit Peach muss sich eventuell noch kurz entfernen. Ja, das glaube ich. Lege ich mich schon mal nach da, für den Fall, dass er nach da ausweicht. Match. Da kann ich mit Cranky auch was machen. Ich kann mit Cranky noch angreifen. Sogar noch im Max-Damage-Bereich. Den einen.
Triggern aufheben. Schild. Was ist das hier für ein Cooldown? 2. Für einen Gegner nicht. Die Schnacht da finde ich überhaupt nicht gut. Okay, das Schild hat sich wenigstens gelohnt. In dem Bullshit. Ich habe da noch nicht 100% Chance, wenn ich hier stehe. Jeder für einen Gegner ist relativ nutzlos. Wegporten daher. Dann ist das mal nützlich. Wenn ich jetzt. Natürlich. Ost. Die kann ich auch keine Raserei machen. Und natürlich verhindert Sprung, dass ich angreifen kann. War ja klar. Natürlich reicht hier die Reichweite auf ein Feld nicht aus, dass ich irgendwas machen kann. War zu erwarten. Denn das Spiel mag mich scheinbar nicht. Das ist eine Metallplatte, kann ich nicht zerstören. Also kann ich schon noch wenigstens. Noch so einen netten, nicen Angriff machen. Das reicht wieder für einen Feld nicht aus, aber macht den Gegner schläfrig. Das wird das hier eh nicht, eh nichts bringen. Wie wurde ich da vorne geschleudert? Hallo? Wie wurde ich denn nach vorne geschleudert? Etwa gegen die Wand. Das wäre eine Erklärung. Diese Wand. Du sollst mir Schutz geben. Du hast mich aber verraten. Ich mag dich nicht. Ich habe jetzt eine Abneigung gegen Wände. Komm, please, 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 yes, danke, danke. Sag schon mal. Raserei. Raserei. Ich kann nicht mehr mit Raserei, aber dennoch.
Jetzt kann ich euch finishen. Also es war einfach so ein kleiner Trottel, der so viele Bananen gefressen hat, dass er OP wurde. Neue Waffen verfügbar in der Kampfzentrale. Werde ich nicht auschecken, ich sag ciao, Leute.